Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 11 Updates und 9 neuen Mods. Dazu kommt natürlich noch das Kubota DLC, das heute veröffentlicht worden ist. Das schauen wir uns dann separat in einem Video und natürlich erstmal in einem Livestream, den wir heute Abend durchführen werden, im Detail an und zwar Stück für Stück. Der Livestream ist öffentlich mitzumachen, das heißt, jeder kann draufkommen, der möchte, und dieses Pack testen. Und wir vergeben natürlich auch noch einen Key, und zwar für ein Kubota DLC, das natürlich noch nachgekauft werden kann. Bevor wir jedoch starten mit diesem Video, darf ich erwähnen, dass dieses Video noch keinen Sponsor gefunden hat. Falls du ein Video sponsern möchtest, dann werde doch Mitglied auf unserem Kanal. Bevor wir jetzt mit den Updates starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Blackjack, Andreas, Tunika-Tante und Arthur für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das erste Update kommt von den Chontier T-Series und die 600X Schneidewerke. Dieses kommt von GEF D25, Downloadgröße 30,40 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Sound für klappbares Rohr hinzugefügt, seitliche Arbeitsscheinwerfer hinzugefügt, Einstiegsanimation hinzugefügt, Rundumleuchten Konfiguration hinzugefügt, Modelloptimierung, sowohl für Schneidewerke auf PDA hinzugefügt, Subwellenposition Schneidewerk optimiert, Schneidewerke werden nun automatisch auf den passenden Schneidewerksphasen positioniert. Das nächste Update kommt für den Schlüter 2500 VL vom MTL Modding Team, Downloadgröße 4,84 MB in der Version jetzt von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Sensoren für das Precision Farming DLC verbaut, Scheibenwischer neu ausgerichtet, Schlauchhalter für Zusatztank, Seemaschine angebaut. Der Hürlimann H488 vom MTL Modding Team kriegt das nächste Update, Downloadgröße 10,49 MB, jetzt in der Version von 1.1.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Sensoren für das Precision Farming DLC hinzugefügt, Scheibenwischer neu ausgerichtet, Frontkotflügel konfigurierbar, Schlauchhalter für Zusatztank, Seemaschine angebaut. Die Mod Pöttinger Schwarzkreisel 300 von Pushcup kriegt das nächste Update, Downloadgröße 3,65 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Modell wurde verbessert, neue Konfigurationen wurden hinzugefügt, Problem mit der Beschreibung im Spiel behoben. Das nächste Update kommt für das ACS-Gewichtpaket von KRKZ Modding, Downloadgröße 1,93 MB in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Werkzeugkamera hinzugefügt, zum Akku 850 kg Frontgewicht, neue Details hinzugefügt für dasselbe Frontgewicht, kleinere Verbesserung wurde an den Modellen vorgenommen. Der Lizard FW360 von Vanquish 081 vom VSR Modding Team kriegt das nächste Update, Downloadgröße 2,51 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Normal Map Texturkompression gefixt, Warnung des AI Agent gefixt. Auch von Raul Christi kommt das nächste Update, und zwar für seine Kuhweide. Downloadgröße 1,65 MB in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Schnee auf dem Dach hinzugefügt. Das englische Hallenpack von Lancyboy kriegt das nächste Update. Downloadgröße 14,05 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Texturproblem am Maschinenunterstand behoben. Das nächste Update kommt für die polnische Scheune mit Efeu von Kuremir, Downloadgröße 24,89 MB in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, ein Problem beim Laden des Mehrspielermodus wurde behoben. Und wir kommen zum letzten Update von heute, und zwar kommt das für die Mod Rechnungen von KR Softwares, Downloadgröße 40 KB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, eigener Text kann zu jedem Eintrag definiert werden, eigener Preis kann bei jedem Eintrag definiert werden, Position Waren mit Einheit Liter hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt dieser New Holland Methan. Dieser kommt von Adriano Ivankio, Talan Magalles, AgroMods, Downloadgröße 10,46 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt dieser Kompakttraktor mit sage und schreibe der Leistung von 180 PS, das ist also richtig gut, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Methan von 250 Kilo, Maximalgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h, wiegt 6,1 Tonne und kostet 217.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokin und Trelleborg. Des Weiteren kann hier noch verändert werden die Felgenfarbe, und zwar aus der Standardpalette. Fürs Erste sieht es sehr, sehr modern aus in diesem Traktor. Wir schalten mal ein. Wir können sehen, alles ist digital. Es wirkt super aufgeräumt, schon fast klinisch. Die nächste neue Mod heißt Gewicht. Diese kommt von Andy Modding, Downloadgröße 2,13 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht mit einem Gewicht von 700 Kilo und kostet 800 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod heißt New Holland T7 2011 Series. Diese kommt von DB Modding, Downloadgröße 21,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mittelgroße Traktor mit einer Leistung von 171 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 330 Litern, 32 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, Gewicht liegt bei 7,6 Tonnen und kostet 100.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Michelin, Nokian, Continental, BKT und Trelleborg. Das Design hier kann geändert werden, und zwar einmal Rundumleuchte links, rechts oder beidseitig. Frontladeranbau gibt es hier auch, Quickie, Hauer oder kein. Motorenausführung gibt es die T7 170 43 km/h. Dann gibt es dieselbe mit 53 km/h. Dann gibt es die 185er mit 188 PS mit 43 km/h und sowohl wie auch 53 km/h. Dann gibt es die T7 200er, das ist dann die mit 203 PS und die gibt es sowohl für 43 wie auch 53 km/h. Dann haben wir noch die 210er, und zwar hat diese 212 PS und hier gibt es natürlich auch beide Geschwindigkeitsoptionen. Kotflügel vorne kann angebaut werden oder entfernt werden. Und das war's schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten hierzu. Wir kommen zum Komatsu-Valmet 911.4. Dieser kommt von Vectorman, Downloadgröße 24,84 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Forwarder hier mit einer Leistung von 228 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Litern, Maximalgeschwindigkeit 20 km/h und wiegt 16,9 Tonnen. Der Preis 180.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olofors, Nokian Tyre und Trelleborg. Dann gibt es hier die Möglichkeit, eben die Marke zu ändern von Komatsu zu Valmet. Wir kommen zum Mac AR Module Pack von Agrotron Modding. Downloadgröße 34,15 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei verschiedenen LKWs plus natürlich den entsprechenden Aufbaus. Und zwar starten wir mit dem Pinnacle 6x6. Der hat eine Leistung von 425 PS mit manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 545 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,9 Tonnen und kostet 93.500 Euro. Schutzbleche können hier geändert werden von Design 1 zu Design 2. Rund um Leuchten gibt es Design 1 oder keine. Dann Stoßstange, gibt es hinten eine zusätzliche oder nicht. Dann gibt es die Motorenausführung Pinnacle 6x6 mit 425 PS. Dann gibt es die Ausführung mit 455 PS. Und dann gibt es noch die Ausführung mit 505 PS. Dann kann die Hauptfarbe gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Dann haben wir den Mac Anthem 6x6, der hat im Prinzip dieselben oder ähnlichen Leistungsmerkmale. Der hat hier eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Liter lediglich, wiegt 8,8 Tonnen und kostet ebenfalls 93.500 Euro. Auch hier gibt es die Möglichkeit des Schutzblechs. Rund um Leuchten gibt es hier auch Design 1 und 2. Dann Stoßstangen gibt es hier Design 1 und 2. Dann haben wir hier dieselben PS-Auswahl, die wir schon gesehen haben. Alles andere bleibt identisch, deswegen gehen wir gleich weiter zum Superliner 6x6. Der hat dann eine Leistung von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 8,8 Tonnen und kostet 110.000 Euro. Das Design hier kann gewendet werden, und zwar hier durch drei verschiedene
dekorative Elemente. Dann Schutzblech gibt es auch hier. Das haben wir schon gesehen. Rundumleuchten gibt es hier auch eine oder zwei. Oder natürlich keine. Stoßstangen gibt es natürlich auch hier. Reifenvarianten und so weiter. Ist alles identisch. Hier haben wir noch die Hauptfarbe aus der Standardpalette. Die Designfarbe kann gewählt werden und sind die Anbauteile hier. Und die Felgenfarbe können gewählt werden aus der Standardpalette auch hier. Zusätzlich gibt es verschiedene Module, wie zum Beispiel den Aufsatz IT Runner. 15.000 Euro kostet dieser und wiegt 6,9 Tonnen. Zusätzlich gibt es hier das Forstmodul, wiegt 6,9 Tonnen und kostet 15.000 Euro. Die Hauptfarbe hier kann gewählt werden, ebenfalls aus der Standardpalette. Dann gibt es noch das Ballenmodul, das kostet auch 15.000 Euro und wiegt 6,9 Tonnen. Auch hier kann die Hauptfarbe aus der Standardpalette gewählt werden. Und als letztes gibt es noch das Schüttgutmodul, das ist diese hier. Hat ein Ladevolumen von 15.000 Litern, wiegt 6,9 Tonnen und kostet 17.000 Euro. Auch hier gibt es dieselbe Farboption. Die nächste neue Mod heißt Kubota Gerätepark, kommt von Iconic, Downloadgröße 190,12 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und dieses Pack werden wir in einem separaten Video zusammen mit den Traktoren und dem DLC, was herausgekommen ist, angucken, so dass wir einen einheitlichen Brand haben. Deswegen gehe ich jetzt hier in diesem Falle nicht in jeden einzelnen durch, sondern das kommt, wie gesagt, in einem separaten Video. Die nächste neue Mod heißt Kettensäge mit großer Reichweite, kommt von Joos, Downloadgröße 17 kb in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Sind natürlich diese Kettensäge hier, das sind natürlich alles die Standard-Im-Game-Kettensägen ein bisschen modifiziert, so dass man ein bisschen eine größere Reichweite hat. Hier können wir sehen, also ich könnte jetzt von hier aus könnte ich den Baum fällen, also bin einiges weiter entfernt als das bisher war. So, schauen wir mal. So, da bin ich einiges weiter entfernt. Na gut. Wir kommen zum Farmbedarf Produktion von Umatana. Downloadgröße 7,34 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier verschiedene Einheiten, die in diesem Park verbaut sind. Und zwar starten wir mal unter der Baumenü Produktion und Fabriken. Dann finden wir hier zwei Gebäude, die machen aber eigentlich dasselbe. Es ist nur so, dass sich die farblich unterscheiden. Das ist dieses hier, Kostenpunkt 25.000 Euro. Oder dieses hier natürlich dasselbe auch mit 25.000 Euro. Dann gibt es unter Gebäuden und Silos gibt es noch hier einmal ein Heulager. Das ist dieses hier, gibt es auch in den beiden Varianten. Und zwar ist die Kapazität von beiden jeweils 5 Millionen Liter. Und zudem haben wir noch ein Multifrucht-Silo, das im selben Stil gebaut ist, also im Prinzip dasselbe Gebäude ist. Da gibt es dieses hier und es gibt auch die zweite Version in Rot und die ist natürlich auch jeweils mit 10 Millionen Liter und kostet auch 25.000 Euro. Gehen wir mal zu der Produktion hin. Und wir können sehen, hier kann hergestellt werden. Alles, was man braucht auf dem Hof, Heu, Mischration, Mineralfutter, Silage, Gärreste, Saatgut, Kalk, Flüssigdünger und Mineraldünger kann hergestellt werden. Hier haben wir die verschiedenen Optionen, was es dazu braucht. Ich werde die natürlich jetzt nicht jede einzelne durch vorlesen. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab. Willst du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen? In eigener Sache möchte ich euch einladen, heute Abend um 19 Uhr dem Livestream zu folgen, wo wir eingehend auf das Kubota Pack gehen werden. Und natürlich verwerten wir auch da einen Key vergeben, so dass du, falls du jetzt trotzdem noch Lust bekommen hast, das Kubota DLC zu besitzen, dann mach doch, komm einfach vorbei und dann mit ein bisschen Glück bist du der Gewinner von diesem Key, den wir heute vergeben. In dem Sinne würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein. Danke, tschüss und hasta luego.